Hallo meine lieben Aktienfreunde, wer heute in Zeiten hoher Zinsen in gute Dividendenaktien investiert, der wird nicht nur mit langfristig steigenden Dividenden belohnt, sondern auch mit Kursgewinnen, die realisiert werden, sobald die Zinsen wieder rückläufig sind. Ein Vorgeschmack darauf gab es in der letzten Woche, als zahlreiche Dividendenaktien deutlich zugelegt haben. Doch trotz der jüngsten Kursgewinne gibt es weiterhin Aktien mit Potenzial. Zwei davon stelle ich dir in diesem Video vor. Mein Name ist Thorsten Thiel, da geht es ums langfristige Investieren, um von langfristig steigenden Kursgewinnen und Dividenden zu profitieren. An dieser Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung, lediglich viel fundierte Inspiration für dein Depot. Eine große Inspiration für viele Depots, das weiß ich durch zahlreiche Rückmeldungen, es ist unser Starterdepot und das dicke Dividendendepot und da sind viele interessante Aktien drin und das ist auch ein schönes Anschauungsmaterial, um zu sehen, wie in der letzten Woche viele Dividendenaktien performt haben. Hier haben wir das Starterdepot mit 20 Aktien. Alle bis auf Amazon bezahlen Dividende und wenn wir hier einfach mal schauen, was da passiert ist in der letzten Woche bezüglich der Performance, dann sehen wir, wir haben nur 4 Aktien im Minus und 16 Aktien im Plus und beispielsweise hier die Nummer 1 American Tower kaufen wir immer mal wieder, einer der notleidenden REITs, die wirklich belastet worden sind im Rahmen der Hochzinsphase, aber qualitativ hochwertiger REIT. Und wenn wir hier in den neuen Performance-Chart gehen, da einfach mal auf die Performance einen Monat schauen, dann sieht man, der hat jetzt zum Beispiel vom Tief ausgehend um 23% zugelegt, alles ausschließlich Kursgewinne. Das ist natürlich schon sehr deutlich. Nichtsdestotrotz, viele dieser Aktien sind nach wie vor sehr günstig bewertet und ich stelle ja zwei dann noch anschließend vor, die meines Erachtens noch sehr viel Potenzial haben. Hier sieht man auch anhand von American Tower beispielsweise, wenn man hier sich die Out-of-the-Box fairen Werte hinzuzieht, dass wir hier immer noch relativ günstige Bewertungen haben. Wir haben ja auch das Starterdepot. Das dicke Dividendendepot beispielsweise und da sieht es ähnlich aus, auch sehr hohe Kursgewinn und auch hier ganz oben mit dabei auf Platz 2 und 3 hier erneut REITs wie Public Storage beispielsweise. Public Storage habe ich auch erst analysiert hier in diesem Video, Dividendenaktien mit Rabatt im November 2023, wir haben den 16. November, das haben wir erst vor kurzem veröffentlicht. Verlinke ich dann auch hier oben, kannst du dir nochmal anschauen. Was jetzt eigentlich passiert ist, warum wir so hohe Kursgewinne haben, das ist hier mit der, hat natürlich mit dem Zinssatz zu tun, beziehungsweise mit der Erwartung, wie die Zinsen weiter verlaufen werden. Momentan sind wir auf dem höchsten Niveau angelangt hier, das sieht man. Aber wir haben hier die Erwartungen an die Zukunft und die haben sich verbessert im Sinne fallender Zinsen. So haben wir hier jetzt auf das Ende des nächsten Jahres, 18. Dezember 2024, hier die Prognose bezüglich des Zinsniveaus zu diesem Zeitpunkt. Und man sieht ja, vor einem Monat waren die Schätzungen noch deutlich höher. Da haben zum Beispiel noch 13,5% der Teilnehmer gesagt, dass sie bei Zinsen bei mindestens 5% sehen. Jetzt ist es auf lediglich nur noch 3% gefallen, also ein deutlicher Rückgang der Zinserwartung. Und das hat eben dazu geführt, dass die Aktienkurse, insbesondere von Dividendenaktien, auch stark gestiegen sind. Gucken wir uns jetzt zwei Aktien an aus dem Starterdepot, die ich nach wie vor für interessant halte. Und da werden einige Überraschungen dabei sein wahrscheinlich. Das Starterdepot könnt ihr natürlich hier sehen, ist kostenlos einsehbar, genauso auch wie das dicke Dividendendepot, beides Echtgelddepots. Beim dicke Dividendendepot übrigens, da haben wir den Slogan 600 Euro Dividende in 2023 und die haben wir jetzt geknackt. Kumulierte Dividende nach Ex-Date 602,94 Euro und das zum 16. November, das ist das Datum, zu dem ich das Video aufnehme. Also 1,5 Monate vorher haben wir die 600 Euro geknackt. Bin ich stolz drauf, haben wir auch dieses Versprechen eingelöst. Jetzt aber zu den zwei Aktien. Die erste Aktie, die aus dem Starterdepot ich für interessant halte, das wäre Diageo. Und Diageo ist der Verlierer
auf Wochensicht haben die 13% verloren. Man sieht es sicherlich auch nochmal hier schön im neuen Performance-Chart. Ja, genau hier der kleine Strich nach unten. Wenn man jetzt Year-to-Date macht, sieht man es sicherlich nochmal ganz eindrucksvoller. Auf Jahressicht hat die Aktie leider 25% verloren. Allgemein sehr solides Geschäftsmodell. Man versteift sich, nein, man versteift sich nicht. Man hat die Strategie, ein Premium-Hersteller bei Spirituosen zu sein, so eine Art LVMH des Hochprozentigen, wenn man so möchte. An für sich ist es auch, oder läuft das auch sehr gut, diese Strategie. Sieht man an den langfristig steigenden Gewinnen, auch insbesondere im Bereich Gewinn und dann auch den Dividenden. Die Dividende jetzt durch die Kursverluste bei 2,8%, also relativ hoch, auch im langfristigen Vergleich, 5-Jahres-Mittel bei lediglich 2,2%, gibt also über ein halbes Prozent mehr Dividende momentan. Was ist passiert? Es gab eine Gewinnwarnung im Prinzip, und zwar haben wir hier Absätze in der ganzen Welt von Diageo und etwas mehr als 10%, 10,5% werden in Südamerika gemacht und in der Karibik. Und da soll laut Management jetzt in diesem Jahr der Umsatz um bis zu 20% rückläufig sein. Nicht, weil speziell die Marken von Diageo schlecht ankommen, sondern weil da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und entsprechend damit verbunden auch der Konsum rückläufig sind. Wer übrigens bei Diageo seit Juli das Ruder führt, ist eine Frau namens Deborah Crew. Foto habe ich jetzt gerade von ihr nicht im Angebot. Habe ich mir mal geschaut. Das ist immer so eine Sache, wenn der CEO wechselt. Aber sie hat einen sehr schönen Lebenslauf vorzuweisen. Und hoffen wir mal, dass es alles weiterhin so läuft, wie es langfristig auch bisher gelaufen ist. Denn es soll auch weiterhin gut laufen mit einem Umsatzwachstum zwischen 5% und 7%. Und das ist auch genau das, was hier beim fairen Wert abgebildet wird. Wenn ich jetzt noch ein bisschen reinzoome hier, da haben wir nämlich auch 5,5%, was die Analysten schätzen, an Umsatzwachstum mittelfristig für das Geschäftsjahr 25 und 26. Und der Gewinn soll noch etwas deutlicher zulegen, im hohen einstelligen Bereich um die 9% dann, nachdem dieses Jahr quasi ein Übergangsjahr sein soll, in dem es mal nicht so gut läuft. Wir hatten immer mal wieder Jahre bei Diageo, wo es nicht ganz so gut lief, was dann auch oft gute Einstiegschancen gewesen sind, wie hier beispielsweise Mitte 2020. Hier haben wir ein krummes Geschäftsjahr, das im Juni übrigens zu Ende ist. Wenn wir den fairen Wert mal drüber legen, dann sehen wir hier schön, wie der Aktienkurs sich am fairen Wert auch orientiert, wie wir aber wieder Phasen haben, langfristige Übertreibung. Der Schnitt hier, mit dem Diageo bewertet wurde, war ein KGV von 22 auf dem bereinigten Gewinn, momentan bei 16,6. Man kann das nach unten korrigieren, leicht, wie man möchte, wobei bei einem Gewinnwachstum von knapp 10% halte ich das durchaus für vertretbar, so ein KGV. Wenn wir jetzt einfach mal out of the box die Renditeerwartung hier nehmen, dann kämen wir auf eine Renditeerwartung von 16,4% bis Mitte 2026. Jährliche Renditeerwartung, Gesamtrendite fast 50%. Man kann jetzt ein bisschen tiefer stapeln und sagen, man geht vom fairen Wert bei 40 britischen Pfund, was die Aktie bereits erreicht hatte im Jahr 2021 und Anfang 2022, deutlich runter, zum Beispiel auf 35 britische Pfund. Vom fairen Wert käme man immer noch auf eine zweistellige Renditeerwartung von 11% mit einem relativ, sage ich jetzt mal, doch gut prognostizierbaren, unspektakulären Geschäftsmodell, wie eben den Verkauf von hochprozentigem bei Diageo. Das heißt, Diageo ist zwar der Verlierer hier im Starterdepot momentan, ich halte aber nicht nur im Starterdepot Diageo die Treue, sondern halte die auch für ein interessantes Investment, gerade jetzt nach der letzten Korrektur. Aktie Nummer 2, wird wahrscheinlich viele überraschen, ist auch ein Verlierer auf Wochensicht, aber einer der größten Gewinner auf längerfristige Sicht ist nämlich Novo Nordisk. Novo Nordisk hat es zwar auf Wochen- und Monatssicht etwas underperformed, darüber hinaus aber haben wir hier einen Multi-Ten-Bagger, wenn man nur lang genug zurückgeht,
über 2000% Kursgewinn auf 15 Jahre und ist die Aktie auch Nummer 1 bezüglich der Performance bei uns im Starter Depot. Die haben schon über 100% zugelegt. Hier ist es nochmal die G&V in Prozenten. Das sehen wir, Novo Nordisk hat bei uns schon über 120% zugelegt. Grund bei Novo Nordisk für die enormen Kurssprünge, sieht man auch hier schon mal einen bereinigten Gewinn, das ist ja, dass die Medikamente, die Nummer 1 für Behandlung von Insulin, dass diese Medikamente auch für andere Anwendungszwecke, insbesondere für die Behandlung von Übergewicht, einsetzbar sind. Und nicht nur das, sondern das allein mit Wegovy und Ozempic ist schon ein Riesenpotenzial. Man schätzt, allein 50 Millionen Amerikaner sind potenzielle Konsumenten von Wegovy, von diesen Appetitzyklern, die dazu führen, dass ein Hormon ausgeschüttet wird, was eben ja den Appetit zügelt, sodass dann eben weniger gegessen wird. Und jetzt ist dieses relativ erprobte Medikament noch im Gespräch für weitere Anwendungsfälle, wo dies helfen soll, von Nierenversagen bis hin zu Alzheimer. Da ist also eine Menge Fantasie drin. Aber alleine jetzt schon der neue bereits, man kann sagen, ja, erprobte oder sichere Anwendungsfall gegen Übergewicht ist ein so gigantischer Markt, der noch überhaupt nicht komplett erschlossen ist. Das heißt, Markteinführung, vor kurzem wurde es auch in Deutschland zugelassen und in den USA beispielsweise, wo Wegovy jetzt schon länger die Runde macht, da ist das so, dass es immer wieder auch mal zu Knappheiten kommt, weil die Nachfrage einfach so riesig ist. Und das erklärt dann, warum wir da jetzt nochmal eine Beschleunigung des Wachstums haben und natürlich auch bei Novo Nordisk diese, wie man so schön sagt, Multiple-Expansion. Wir hatten hier vorher KGVs gehabt zwischen 15 und, sagen wir mal, 25. Und das aktuelle KGV liegt bei um die 40. Und trotzdem kann diese Aktie immer noch kaufenswert sein. Halte ich die Aktie auch für aussichtsreich tatsächlich. Das heißt, oft ist es so, man sagt, oh, der Zug ist abgefahren. Und man kann sich das, also wenn man hier so einen Kursverlauf anschaut, dann sieht man, hier ist nicht so unglaublich viel passiert, aber seit 2021 ist die Aktie ja wirklich durch die Decke gegangen, hat sich der Kurs verdreifacht sogar seit 2021. Und trotzdem, wenn ich jetzt hier in die Bewertung reingehe und dann hier mal erstmal out of the box das Ganze drüber lege, dann denkt man, ja, der Zug ist abgefahren, weil die Aktie eben entsprechend stark gestiegen ist. Hier ist das 40er KGV. Jetzt muss man aber eben auch berücksichtigen, dass das Wachstum auch deutlich höher ist. Wir haben hier ein Wachstum, aktuell ist es extrem, Gewinnschub von 50%, das laufende Geschäft prognostiziert, aber später dann immer noch 20% fürs nächste und fürs übernächste Geschäftsjahr. Und das ist eben doppelt so viel, wie wir in den Jahren zuvor hatten. Oder das sogar noch mal deutlich mehr als in den Jahren 2017 bis 2019. Da gab es einen niedrigen einstelligen Bereich, nur Wachstum. Das heißt, die Bewertung hier des Multiple, das ist mal ein schöner Unterschied zu sonst oft, wenn es nach unten korrigiert wird, das kann man jetzt in diesem Fall extrem deutlich nach oben korrigieren. Dieses 40er KGV ist vertretbar, tatsächlich. Es ist vertretbar, wenn man optimistisch davon ausgeht, dass diese Medikamente, also, dass dieser Markt, der als Appetitzügler so gut läuft, wie man es einfach schon glaubt, und dass noch nicht mal das Ende der Fahnenstange erreicht, was hier die Möglichkeiten angeht. Natürlich geht es dann auch irgendwann in den Rahmen der Spekulation rein, wenn die Bewertung zu hoch wird und man beispielsweise denkt, okay, damit kann man auch Alzheimer heilen. Aber noch ist es, glaube ich, meines Erachtens nicht erreicht, das Ende der Fahnenstange. Dass hier diese Prognoseschätzungen beruhen auf ein Geschäftsmodell, das soweit sicher zu sein scheint, nämlich eben bestehende Medikamente als Appetitzügler einzusetzen. Und wenn wir jetzt hier ein 40er Multiple haben oder gehen wir nur auf 35, sind wir noch ein bisschen konservativer, dann haben wir hier wegen der enormen Wachstumsraten von Novo Nordisk immer noch sehr hohe Renditechancen.
beziehungsweise Erwartungen von hier 16,7% aufs Jahr über mehr als 3 Jahre hinweg, insgesamt dann eine Rendite von über 60% bis Ende 2026. Das heißt, da ist noch tendenziell bei Novo Nordisk eine Menge Luft nach oben drinne. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, sobald irgendwas Enttäuschendes kommt, dann wird die Aktie erst nochmal überproportional verlieren. Das vermute ich stark, sobald irgendeine Meldung kommt, dass irgendwas nicht so läuft, wie man es vermutet hat. Es kommt zu Lieferengpässen beispielsweise, das Hochfahren von einer Fabrik kann das sein, dass es nicht schnell genug geht oder dass es irgendwo bei der Zulassung Probleme gibt oder sich irgendwas hier von der Hoffnung da zerschlägt, dann kann es sein, dass die Aktie nochmal stark abgibt, einfach weil sie vorher stark gestiegen ist. Das ist dann eher eine technische Reaktion. Das könnten dann auch sehr gute Kaufchancen sein, wenn weiterhin die Aussichten für Novo Nordisk so gut sind, wie sie bisher sind. Das heißt jetzt, man kann Aktien auch dann kaufen, wenn sie nah oder am Allzeithoch sind. Denn bei Novo Nordisk wäre das für meines Erachtens der Fall. Falls du denkst, nee, Novo Nordisk ist zu hoch, dann du hast hier noch eine große Auswahl an anderen Dividendenaktien, sowohl aus dem Starterdepot als auch aus dem Digi-Dividendendepot als auch komplett aus dem Aktienfinder, wo wir über 2000 Dividendenaktien aus der ganzen Welt mittlerweile abdecken. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.